Ich bin Annika Weinkopf, 30 Jahre alt und arbeite als Kooperationspartnerin für Sportpsychologie am Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein und habe zusätzlich noch die Funktion als Vertrauensperson für jegliche Form von Gewalt im Sport. Mein Alltag als Sportpsychologin am USP ist sehr termingebunden. Also ich bin zurzeit einmal die Woche hier, einmal die Woche im Homeoffice und habe dann Einzeltermine und auch Gruppentermine. Und teilweise bin ich bei der Trainingsbegleitung dabei, dass ich da eine Beobachtung mache und bei den Gesprächen dabei bin oder auch bei der Wettkampfbetreuung. Zurzeit betreue ich verschiedene Sportarten. Das ist Beachvolleyball, Badminton, Schwimmen, Handball, Feldhockey, Fechten. Die Unterschiede zwischen Athleten im Einzelsport oder im Teamsport sind bei mir gerade nicht so gravierend, dadurch, dass mein größtes Team aus zwei Menschen besteht. Gleichzeitig ist es trotzdem so, dass wir gerade viel den Fokus auf Kommunikation legen, auf Konfliktfähigkeit. Wie bringe ich meine Bedürfnisse zum Ausdruck, obwohl es auch ein Teambedürfnis gibt und wie kommt man da zusammen? Und ich habe die meisten Teammitglieder aber auch im Einzelsetting und da gleicht das ungefähr dem Einzelsport, dass wir über Emotionsregulation sprechen, über Aufmerksamkeitslenkung, über wie gehe ich damit um, dass ich so viel reise, so viel weg von meiner Familie bin. Die Betreuung vor dem Wettkampf wird teilweise schon intensiver, weil es dann vielleicht sich dem Höhepunkt nähert und all das, woran man gearbeitet hat, nochmal zusammenfasst und guckt, was brauchst du für den Wettkampf, wie ist die Erwartungshaltung von innen, von außen, was nimmt man so für Druck wahr. Gleichzeitig ist es uns sehr wichtig, dass das Training vorher stattfindet, wie auch das Physische, dass man die ganzen mentalen Tools vorher einstudiert und dann eben am Wettkampftag abrufen kann und nicht in der einen Woche davor als Feuerwehraktion meint. Jetzt ist es besonders wichtig, aber wir bemerken das schon. Mein Umgang mit Erfolg und Misserfolg bei Athletinnen ist ganz individuell. Erstmal ist mir immer wichtig zu gucken, was bewerten denn Athleten und Athletinnen als Erfolg oder Misserfolg? Wie war denn die Herangehensweise? Was haben sie erwartet? Und da immer drauf zu schauen, was hat gut geklappt? Wovon soll es weiterhin mehr geben? Was hat vielleicht auch nicht so gut geklappt? Wo können wir vielleicht in der Sportpsychologie noch mal rangehen? Vielleicht gibt es da noch ein Tool, vielleicht brauchen wir ein anderes. Und wichtig ist mir einfach immer, dass ein Misserfolg nicht generalisiert als reinster Misserfolg gesehen wird und alles war schlecht, sondern da immer wieder sich die Erlaubnis zu geben, auch die Perspektive auf das Gute zu richten und natürlich aber auch zu wertschätzen, dass Misserfolge hart sind, dass meistens nur eine Person gewinnen kann oder ein Team und es da auch einen gewissen Umgang mit braucht, ein gewisses Management von wie gehe ich denn mit Enttäuschung um? Wie gehe ich mit Niederlagen, Misserfolgen um, dass es mir trotzdem weiterhin gut geht und die Motivation und der Spaß auch erhalten bleibt? Auszeiten vom Training sind sehr wichtig, nicht nur trainingswissenschaftlich bewiesen, sondern auch immer wieder in der Praxis sichtbar, dass der Sport ja eben auch als ganzer Mensch gesehen wird und nicht nur als Sportler oder Sportlerin, sondern auch als Partner, Partnerin, Freund, Freundin, vielleicht Studentin, Schülerin. Und da ist es einfach wichtig, auch Zeit für die weiteren Aspekte im Leben zu haben und auch die eigenen Bedürfnisse. Und da ist es sehr wichtig, auch einfach nicht nur physische Erholungspausen, sondern auch mentale Erholungspausen zu haben und da auch Kraft zu schöpfen. Und die Kraft bringt man ja auch wieder in den Sport.